In 6 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld die B7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Willkommen zurück bei talrater.de. Heute schauen wir uns eine Route von Vohwinkel nach Elberfeld an. Von Vohwinkel und Sonnborn aus nehmen wir zunächst die Nordbahntrasse und verlassen die Trasse am Zugang Benrather Straße. Dann biegen wir rechts auf die Düsseldorfer Straße ab. Wiederum rechts geht es in die Farresbecker Straße. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße biegen wir dann links auf die B7 ab. Keine Sorge, auf diesem Stück trennt uns ein Radweg vom übrigen Verkehr. Sehr praktisch, falls sich hier der Autoverkehr staut. Am Robert-Daum-Platz haben wir dann Elberfeld erreicht. Morgen fahren wir von hier aus in die Südstadt. Thank you.